Heute ist der 30.09.2010 und heute ist in Deutschland Tag des Übersetzens. Day of Translation. Jour de Traduction. Dia della Traduzione. Giornata di Traduzione. Pari Terje Mahat. Ji Jen Haji. Danpri Jevon. Und hier sind auf Deutsch die Anzeigen des Tages. Heute ist auch Weltschifffahrtstag, übrigens mit 3F. Und das ist gut so, dass es Schifffahrt wieder mit 3F gibt. So wie das regnet, brauchen wir die bald hier. Und die Leute in Südbrandenburg wissen das bestimmt schon jetzt ganz schön zu schätzen. Das Da Antonio in der Neusser Straße 14. Die haben die beste Pizza, die immer schmeckt. Da hätte der Herr Lippi die italienische Nationalmannschaft mal so trainingslagermäßig hinschicken sollen. Damit die mal sehen, was konstante Leistung ist. Also ruhig mal hingehen, lecker Pizza essen. Der Olli aus Nippes sucht eine Putzfrau. Einmal die Woche für einen kleinen Ein-Personen-Haushalt eines pflegeleichten Exil-Hamburgers. 70 Quadratmeter sind das übrigens. Und bitte nicht diese Putzfrau, die immer so laut Techno hört, wie die, die der Adrian schon mal hatte. Also, sehr gerne bei Olli aus Nippes putzen möchte, meldet sich bei Patch 22 Schillingstraße 22. Eine Geburtstagsnachricht. Ursula, oh Ursula, schon wiederum ist noch ein Jahr. Jetzt zählst du 65 Lenze, weshalb ich für dich tänze. Herzlichen Glückwunsch nach Essen. Dankmar, der Mensch, der seine komplette Wohnung offensichtlich auflöst, hat immer noch was abzugeben, und zwar diesen wunderschönen kleinen silbernen Ghetto-Blaster. Zeig den mal hier, das ist er, quadratisch und praktisch. Dazu gibt es auch noch gratis sozusagen zwei CDs. Und das tolle Ding funktioniert noch, soll 10 Euro kosten. Wer ihn haben möchte, meldet sich bei Patch 22 Schillingstraße 22. Zum Schluss gibt es noch einen Tipp von meiner Oma. Es regnet ja, es ist Herbst, Ansteckungsgefahr. Und ein gutes Mittel gegen Ansteckungsgefahr sind Wacholderbeeren. Man zerkaut täglich einige Wacholderbeeren. Sie wirken ausscheidend und werden auch von empfindlichen Mägen gut verdaut. Wenn Sie etwas zu sagen haben, sagen Sie es doch einfach Patch 22 in der Schillingstraße 22. Für nur einen minimalen kleinen Beitrag für 5 Euro kann man dort Anzeigen aufgeben. Ich sage es dann mir, ich sage es dem Viertel, jeden Tag 16 Uhr hier vor der Agneskirche. Wie man sieht, auch wenn es regnet. Wenn Markt ist, auch auf dem Zugermannplatz um 12 Uhr und rund um die Uhr im Internet unter www.derschwarzebrett.de. So, jetzt gehe ich wieder rein, einen heißen Tee trinken. Tschüss!